Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Heute zum Just Cricket Unboxing Nummer 3 2022. Ja, es sind tatsächlich nochmal Extras zu der Adrenalin Road to Qatar Serie drin, nachdem eigentlich beim letzten Mal schon mit den beiden XXL Karten das letzte Mal was drin sein sollte. Und Panini dachte sich, cool, wir packen nochmal ein paar Limis rein. An sich eine gute Idee, aber der kleine Clou dahinter, den werden wir gleich dann im Video noch sehen, wenn wir uns das Heft und die Karten weiter angucken. Auf jeden Fall Ausgabe 3 jetzt erst am Anfang März draußen, sonst würde die ja am Anfang Februar rauskommen. Also Panini ein bisschen langsam dieses Mal. Die Ausgabe beim letzten Mal kam ja auch erst so Mitte, Anfang Februar raus und jetzt auch erst Anfang März. Kann auch sein, dass Panini jetzt einfach nur eine Ausgabe weniger gedruckt hat. Und das Ganze quasi 3,99 wie in letzter Zeit eigentlich immer. Und dieses Mal haben wir hier ein Shiri-Set und ein Limited Edition drin. Und es gibt verschiedene, wie ihr seht. Einmal haben wir hier Mount und Phil Foden, aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir holen uns diese Zeitschrift mal ran. Die habe ich oben schon ein wenig aufgemacht. Irgendwie alle Zeitschriften im Laden waren oben auch schon auf. Aber weil die Limis noch da sind, ist auch alles noch in der Zeitschrift drin. Also hier wurde nichts raus geklaut. Und ich würde sagen, holen wir einfach mal ganz kurz raus die Zeitschrift. Und ich würde sagen, die Limi gucken wir uns auch schon an, weil es ist ja nichts Besonderes. Kennen wir ja schon alles von der ganz normalen Serie. Ist auch das ganz normale Limi-Design. Holen wir ganz vorsichtig hier raus und dann holen wir auch ganz kurz hier noch die Mount-Karte raus. Das andere lasse ich hier drinne. Damit will ich euch jetzt nicht ärgern, dass ich das euch noch zeige. Und dann haben wir hier unsere beiden Limited Editions. Wir haben hier zwei aus dem englischen Team und zwar einmal links Phil Foden und rechts Mason Mount. Was hat es mit diesen limitierten Karten auf sich? Diese sind in dieser Megabox, die man bekommt, wo man 4 kleine limitierte Karten und eine große bekommt aus 20 kleinen limitierten. Und diese 20 kleinen limitierten Karten kann man jetzt auch in der Just Cricket Ausgabe finden, in dieser Ausgabe, also alle 20 verschiedenen. Und da ich die Serie nicht gesammelt habe, habe ich jetzt mir ein paar Limis davon zugelegt, aber ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 5 der 20 Limis dann und 15 fehlen noch. Und alleine die voll zu bekommen und insgesamt die Limis bei den Panini-Serien ist ja immer utopisch, deswegen dachte ich mir hier zwei Spiele aus England, die sind ein bisschen beliebt, kann ich mir mal zur Seite legen. Leider sind die auch schon dadurch, dass die halt in der Zeitschrift lose waren, ein wenig an Ecken beschädigt und auch schon an den Kanten und ein wenig verbogen sind sie leider auch schon, wie wir hier sehen. Aber ich denke, das geht auch ganz fit. Auf jeden Fall haben wir dann hier Foden und Mason Mount, die beiden zentralen offensiven Mittelfeldspieler aus England. Lege ich einfach mal zur Seite. Dann haben wir ein Shiri-Set, wie schon so oft. Top-Profis, Zocker ist schon so oft dabei. Ihr kennt sowas, kriegen immer meine Cousins. Die freuen sich darüber, egal wie oft sie geschenkt bekommen. Sie freuen sich einfach darüber. Und ich bin froh, dass es auf jeden Fall dann noch jemanden freut. Dann haben wir hier die Zeitschrift mit den Extras. Der Neymar im Starship-Poster. Der DFB-Plan bis Katar. Wer packt es noch zur WM? Ja, die Playoffs stehen jetzt ja an. Ich denke, das russische Team ist auch noch hier drin, obwohl es jetzt gar nicht mehr spielen darf. Aber das ist sowieso ein anderes Thema. Dann haben wir hier nochmal ein Inhaltsverzeichnis. Und dann geht es hier los. Insgesamt kann man eine von 25 Limited Editions bekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fehler ist, weil eigentlich gibt es in diesen Megaboxen nur 20 limitierte Karten oder 20 verschiedene. Und die hier, die wir sehen mit Sabitzer, Hazard, Xhaka und Draxler, sind auch alle dort drin. Und die, auch die Namen hier mit Felix, Mbappé, Foden und Hummels, die sind auch alle da drin. Kann sein, dass Panini hier einen kleinen Fehler gemacht hat und halt 25 hingeschrieben hat, obwohl es nur 20 gibt. Ich weiß nicht, wenn jemand eine andere Limi findet, die nicht aus der Megabox sind, schreibt mir bitte auf Instagram und schickt mir ein Foto, damit ich da Bescheid weiß. Auf jeden Fall haben wir dann hier die Playoffs mit Wales und gegen Österreich und Schottland gegen die Ukraine. Dann wieder den Weg mit Russland, der wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Polen wird wahrscheinlich ein Freilos bekommen und Schweden spielt dann gegen Tschechien. Und dann spielt der Sieger halt aus der Partie gegen Polen im Finale. Dann haben wir noch Portugal gegen die Türkei und Italien gegen Nordmazedonien. Dann haben wir die ganzen Playoff-Wege nochmal analysiert. Nochmal mit den ganzen Teams, die dabei sind. Und wer denkt, wer gegen wen gewinnen wird. Dann haben wir das DFB-Team mit den Länderspielen im Jahr. Jetzt bald im März finden ja die ersten Länderspiele des Jahres statt gegen Israel und gegen die Niederlande. Und dann haben wir auf jeden Fall hier die Hammergruppe in der Nations League mit Italien, England und den Ungarn. Und dann noch der Fahrplan mit den Spielen halt insgesamt und was alles stattfindet. Auslosung der WM-Gruppen am 1. April, zumindest in Niedersachsen, der Freitag vor den Osterferien. Da bin ich auf jeden Fall auch richtig gespannt. Und ich denke dann auch im Mai, Juni, Juli, je nachdem wann die Kartenspiele hier ausgetragen werden, kann ich ja nochmal gucken hier, wann werden die Spiele ausgetragen. Ich denke dann jetzt auch bald, bestimmt steht das hier. Ne, leider steht es hier nicht auf jeden Fall, wenn dann die Spiele ausgetragen wurden. Wird auf jeden Fall dann auch die Serien zu den WM-Karten-Stickern kommen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die boykottieren werde. Ich denke mal nicht, weil es gehört halt dazu, als Sammler die zu sammeln. Aber die WM, die werde ich, denke ich, nicht so stark verfolgen. Dann haben wir hier Neymar im Starship.
richtig cool. Neymar, ein sympathischer Spieler, auch wenn er sich natürlich als Schauspieler öfters mal bewirbt. Entweder Bollywood, Theater oder in Hollywood. Was willst du machen? Dann haben wir hier Fun and Action. Sowas finde ich auch mal richtig cool, auch wenn es jetzt relativ einfach ist. Natürlich hier Wolfsburg, da Hertha BSC Berlin, da Bayern München, da die Eintracht aus Frankfurt und da Freiburg. Dann haben wir hier die Liga-Stars der Saison, also die besten Stars der Saison, zumindest was Werte angeht oder was Statistiken angeht. Mit Lewandowski, der beste Torschütze, dann der beste Torhüter Hideki, der beste Spieler, was Passen angeht oder mit der Passquote Elvedi. David Raum, der mit den häufigsten Sprints, dann Kostic mit den meisten Flanken und Lukas Höhler mit den gewonnenen Zweikämpfen. Dann geht es hier noch weiter mit Erling Haaland, Fabian Klos, Thomas Müller, Anthony Lozilla, Jeremiah Saint-Just und nochmal Robert Lewandowski. Dann haben wir hier ein Kreuzworträtsel. Diesmal kann man hier nichts gewinnen wie sonst schon mal. Dann Werbung für die Dragon Ball, Sticker und die Poster von Gündogan und Kane, sowie De Bruyne im Nationaltrikot, Bellingham im BVB-Trikot, dann RB Leipzig, wahrscheinlich genau hier aus der Champions League, dann Metscher als Wolfsburg-Spieler und nochmal Leroy Sané im Nationaltrikot bei der Road to Qatar, also im Qualifikationsweg sozusagen. Dann haben wir hier ein Quiz, wo man je eine Magician-Karte von Kimmich gewinnen kann mit Unterschrift oder von Sabitzer. Finde ich cool, 5 Stück gibt es, vielleicht mache ich da sogar mal mit. Dann haben wir hier Harry Potter-Karten, die auch schon in der Just Kick It mal beigelegt waren. Dann haben wir hier Exklusives für Just Kick It, DFB-Stars erklären Fußball. Das nochmal, das war beim letzten Mal auch schon drin. Matze Ginter, was ist eine Restverteidigung? Ist halt die Leute, die halt immer hinten bleiben und absichern. Und Lukas, was ist Pressing und Gegenpressing? Ja, Pressing halt den Gegner in die eigene Hälfte pressen sozusagen, um Druck zu erzeugen, was der HSV ganz oft spielt. Dann haben wir hier Ausschau auf die neue Top-Class-Serie von den Karten. Einmal hier der Panini-Shop mit den exklusiven limitierten Karten, das Starter-Pack und dann hier noch die Just Cricket-Ausgabe Nummer 5 und die nächste, wo der Lewandowski dabei ist. Also das ist sozusagen die neue Serie und der Fahrplan zu den Limis. Also die Limis kriegt man entweder im Online-Shop, im Starter-Pack halt die eine von Neymar und die beiden in der Just Cricket, sonst kriegt man halt alle nur über den Online-Shop. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, auf jeden Fall ist das, finde ich zumindest, besser, als wenn man 50.000 Limis hat, wie in dieser Megabox aus der Road to Qatar-Serie. Das fand ich an sich ein gutes Produkt, aber von dem Aufbau her mit den Limis irgendwie auch sinnlos. Dann haben wir hier die Karten und die Sticker. Beides wird die nächste Woche auf meinem Kanal geben. Dann haben wir hier Tricks und Tipps für Kinder von Thomas Müller. Sozusagen ein kleines Training. Und nochmal Werbung für die FIFA 365 Sticker. Dann haben wir hier die Top 25. Messi von 6 auf die 1. Lewandowski, Müller, Kimmich und Musiala. Also 4 Bayern-Spieler hier. Haaland, Neuer, Ronaldo, Mbappé. Also nur Havertz, Mbappé, Ronaldo und Messi aus den Top 10, nicht aus der Bundesliga. Neu dabei sind unter anderem Reus, Alaba oder auch ein Mohamed Salah, der direkt auf Platz 16 gesprungen ist. Bayern ist bei den Teams auf Platz 1, Deutschland auf 2 und PSG auf 3. Dortmund bleibt auf 4. Manchester United geht von der 6 hoch auf die 5 und tauscht sozusagen mit Chelsea. Und hier kann man, wenn man dort mitmacht, XXL-limitierte Karten unterschrieben von Lewandowski gewinnen. Auch hier 5 Stück. Dann haben wir die Leserbriefe und die Geburtstage von Musiala, Werner und Hazard im März und Ende Februar, obwohl der Ausgabe ja sozusagen schon jetzt ein bisschen später erst rausgekommen ist. Dann haben wir noch Leserbriefe, unter anderem von einem HSV-Fan, von einem Schweden-Fan, dann ein Dortmund-Fan, Bayern-Fan, die ganzen Spieltage, Bundesliga, zweite Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, Europa League, Conference League und die Länderspiele. Dann der Chaos-Kicker-Comic und die Trainerbank-Wissen, die erste Winter-WM, wie wird's? Na, ich sag mal so, es wird, denke ich mal, man kann es nicht einschätzen, aber ich würde sagen mal, ein bisschen beschissen. Dann haben wir die ganzen Leser-Elf nochmal, wie schon jedes Mal, von Jakob und Jonathan aus Berlin. Dann haben wir Torben aus Ledensen, auch mit Karten von Matchtext und Panini. Nochmal die Elf dann abgedruckt und dann nochmal unter anderem hier Konstantin. Und Leser des Monats ist Tom. Und der Konstantin hat auch hier ein Lazio-Trikot an und hat auch neue Matchtext-Karten. Findet eigentlich nur, bis auf diese eine Karte hier und den Sticker, alles nur Sticker und Karten von Tops. Aber ein komplett italienisches Team. Richtig krass. Also scheint hier auch mit dem Lazio-Trikot vielleicht italienische Vorfahren zu haben oder halt Familienmitglieder. Dann haben wir hier die nächste Ausgabe, kommt am 8. April raus, also die Woche vor Ostern und Karfreitag. Und dann haben wir beim nächsten Mal 2 Booster von der Top-Class-Kartenserie plus die Limi von dem guten alten Lewandowski drinne und 2 Stickertüchchen. Also Kartenbooster kosten ja jeweils 1 Euro, 2 Euro und die Stickertüten 80 Cent, also 1,60 Euro. Das heißt 3,60 Euro sozusagen schon mit den Boostern und Stickertüten. Und dann noch die Lewandowski-Limi wird auch noch ein bisschen was wert sein, da man sie hier nur bekommt. Also die Zeitschrift lohnt sich auf jeden Fall dann nächstes Mal wieder. Und dann hier noch Werbung für die Road to Qatar Kartenserie. Das war es von der Just Kick It 322 und hier war natürlich immer nur ein Limit drin. Wir haben jetzt hier Mount und Foden mit direkt 2 Exemplaren und natürlich dann noch das schöne Chiri-Set, was man aber auch gefühlt, wenn man die Just Kick It liest, schon bestimmt 20 Mal gefühlt
hat. Das war's auf jeden Fall jetzt von dem Just Kick It Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier noch die Playlist aus, genau wie hier. Hier könnt ihr abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.